Moin und herzlich willkommen zum ersten Lesemonat des Jahres 2021, dem Lesemonat Januar. Ja, wow, was war das für ein toller Einstieg in das Lesejahr 2021. Ich habe nicht nur ganz viele tolle neue Bücher entdecken dürfen, sondern habe auch schon viele Vorsätze für das Lesejahr 2021 umsetzen können. Und das ist wirklich ein tolles Gefühl. Nicht nur meine Lesevorsätze, sondern auch meine Vorsätze für meinen Kanal, für YouTube allgemein, habe ich schon ein bisschen umsetzen können. Ich habe mir ein neues Mikro gekauft und habe damit schon ein bisschen umprobiert, habe das erst an meine Klamotten rangezwickt und habe das dann jetzt aber mittlerweile hier an diese Konstruktion irgendwo angebracht und muss auch sagen, dass mir der Ton viel besser gefällt, es nicht mehr so leise ist und auch ein bisschen satter. Und ich hoffe, es gefällt euch von der Qualität auch schon besser, auch wenn viele mir geschrieben haben, dass die Tonqualität vorher auch völlig in Ordnung war. Aber ich hatte ja so ein bisschen den Anspruch, meine Videoqualität ein bisschen ja, zu verbessern. Und ich finde, das ist damit auch wirklich schon gelungen mit so wenig Aufwand. Ein bisschen mehr Aufwand war es denn mit dem neuen Schnittprogramm, was ich mir runtergeladen habe. Es ging mir eigentlich ja hauptsächlich darum, auch mal Bilder einblenden zu können oder andere Sachen machen zu können, die ich mit dem alten Schnittprogramm nicht machen konnte. Und da habe ich denn besonders im Video, wo es um die Neuerscheinung im ersten Halbjahr 2021 ging, auf die ich mich am meisten freue, da habe ich halt auch schon ein bisschen rumprobiert und da habe ich viele Bilder einblenden können. Letztendlich ist es mir gelungen, aber das war extrem viel Arbeit. Ich musste das Ganze dreimal wiederholen, bin immer wieder gescheitert. Das Video war schon hochgeladen, da habe ich gemerkt, dass Videoschnipsel fehlten. Und ja, bis ich mich da eingearbeitet habe, ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, das Programm ein bisschen selbsterklärender, das ist es nicht. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich da nicht aufgegeben habe, dass ich weitergemacht habe und dass ich es letztendlich dann geschafft habe. Und im Video sieht man gar nicht dann im Nachhinein, wie viel Arbeit da drin steckte und wie viel Ärger und wie gerne ich meinen Laptop gerne zwischendurch mal an die Wand geworfen hätte. Aber jetzt weiß ich, wie es geht und ich hatte auch ein bisschen Hilfe von anderen lieben BookTube-Kollegen, die sich damit ein bisschen schon auskennen und das hat mir sehr geholfen. Also vielen lieben Dank dafür. Und jetzt kann ich immerhin zwischendurch mal Bilder einblenden oder von Büchern, die einfach nicht vorliegen oder ja, einfach irgendwas anderes, was ich euch gerne zeigen möchte. Und ja, das freut mich und ich hoffe, ja, euch auch. Ja, und dann möchte ich, bevor ich jetzt wirklich meinen Lesemonat mit euch teile, einmal nochmal Danke sagen. Mich haben so viele liebe und tolle Kommentare erreicht, Ende des Jahres und Anfang des Jahres jetzt. So viele Komplimente und tolle Worte zu meinem Kanal, zu meinen Videos. Es sind viele Abonnenten dazugekommen, sehr viele Klicks. Ich weiß, dass es zum einen vielleicht daran liegt, dass viele im Moment viel Zeit zu Hause verbringen wegen des Lockdowns, aber vielleicht auch, weil zu dieser Zeit immer ganz tolle Formate online kommen, sowas wie die Top-Bücher des letzten Jahres, die Rückblicke, die Statistiken, die Vorsätze, die Challenges, der Subabbau und so weiter, das interessiert viele Menschen und da sind so viele Kommentare bei mir eingetrudelt. Ob das nun Komplimente waren oder einfach zum Inhalt euren Senf dazugegeben habt, das finde ich so toll, dass ihr euch da einfach beteiligt und dass wir uns da austauschen können. Und da sind jetzt wirklich überdurchschnittlich viele Kommentare bei mir eingetrudelt, auch von Menschen, die sonst nicht so gerne kommentieren und gesagt haben, dass sie es jetzt aber einfach mal loswerden wollten. Ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich euch zum Lesen animieren kann, wenn ich euch Buchtipps geben kann, die euch dann auch gefallen, im besten Fall natürlich. Ja. Und da wollte ich dann kurz auch nochmal Danke sagen dafür, weil mich das doch ein bisschen überwältigt hat, wie viel davon eingetrudelt ist und wie viele dann auch bei mir auf dem Kanal wieder gelandet sind. So, jetzt aber gut mit der Vorrede. Das Video wird eh wirklich, ich glaube, wirklich ellenlang, weil ich so viel erwähnen wollte und weil ich echt viel gelesen habe. Ich habe wieder in meinem Buch der Bücher alles notiert, was ich wissen muss zur Statistik des Lesemonats Januar. Und zwar habe ich 9 Bücher gelesen und 3 Bücher gehört. Das macht insgesamt 12 Geschichten, die ich im Januar erleben durfte. Und das ist für mich extrem viel.
Und darüber freue ich mich wirklich, dass ich da so motiviert ins Jahr gestartet bin. Auch von der Qualität her kann ich wirklich nicht meckern. Da waren viele tolle Sachen dabei. Ja, es waren auch welche dabei, die mir nicht so gut gefallen haben, aber im Großen und Ganzen kann ich wirklich von der Qualität nicht meckern. Ich hatte auch Neuzugänge, und zwar fünf an der Zahl. Allerdings habe ich einige davon schon gleich sofort gelesen und andere landen erst gar nicht auf meinen Stapel ungelesener Bücher, denn die hatte ich vorher schon gelesen und wollte jetzt nur eine besondere Ausgabe dieser Geschichte in meinem Regal stehen haben. Ja, und somit ist dann auch gleich mein Stapel ungelesener Bücher gesunken, was ja auch ein großer Vorsatz von mir ist, im Jahr 2021 mein Sub zu verringern. Ich bin ja mit 51 ins neue Jahr gestartet und konnte ihn jetzt senken auf 46, und das freut mich ungemein, dass ich jetzt ja schon unter 50 wieder bin, und das ist wirklich ein großer Schritt, eine Handvoll Bücher sozusagen weggelesen zu haben. Ja, und jetzt geht's aber wirklich ins Eingemachte zu den Büchern. Ich habe ein Buch aus dem Dezember mitgenommen in den Januar, und zwar war das ein Reread, ein Buch, was ich vor ja über ein Jahrzehnt gelesen habe. Ist schon sehr, sehr lange her. Ich zeige euch es immer mal wieder in Videos, wenn es um eisige Atmosphäre geht. Und so ein bisschen um Kinderbücher, die abenteuerlich sind. Und da hatte mich eine liebe Zuschauerin, die mich schon länger begleitet und ebenfalls jetzt auch eine Bookstagrammerin ist, die liebe Claudia, angesprochen, ob wir das nicht zusammen lesen möchten. Sie hat es noch nicht gelesen, und ob ich es nicht rereaden möchte mit ihr zusammen. Und da habe ich sehr gerne zugesagt. Dann hat sich die liebe Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff noch dazu gesellt, und wir haben zusammen Die Eisfestung von Jonathan Stroud gelesen. Ja, Jonathan Stroud ist ja bekannt durch seine Bartimäus-Reihe, die er geschrieben hat, und Lockwood und Co. Das sind ja beides Jugendbuchreihen, die in die Fantasy gehen, sehr, sehr witzig und sarkastisch auch sehr geschrieben sind. Lockwood geht auch ein bisschen mehr auch noch ins Unheimliche, und Bartimäus, ja, in die Urban Fantasy, würde ich sagen, aber noch mehr in diese sarkastische, ironische Richtung. Damit darf man hier nicht rechnen. Ich glaube, auch deswegen hat dieses Buch eher durchschnittliche Bewertungen bekommen, dass viele vielleicht eher enttäuscht sind, weil es erstens eben nicht ins Fantastische geht oder so in die mystische Richtung, und es ist auch nicht so episch aufgezogen wie die anderen, sondern es ist viel authentischer, realistischer, spielt in unserer Welt und handelt einfach von Kindern, die ihre Fantasie nachhängen und Abenteuer in ihrer Fantasie erleben und später dann auch in die Realität. Und da entwickeln sich leider dann auch ein paar Gefahren und ein paar Probleme. Wir treffen hier nämlich auf Emily, und Emily leidet an Langeweile. Sie ist Einzelkind und ihre Eltern kümmern sich nicht so richtig um sie, und sie, ja, geht dann einfach an die frische Luft immer. Es liegt sehr, sehr viel Schnee im Dorf, und das einzig Interessante, was ringsherum um dieses Dorf ist, ist eine Burgruine, die zwar abgesperrt ist, aber die Kinder, die ja, drängeln sich immer so durch die Hecke und spielen dort in dem Burggraben und ja, fahren dort Schlitten und bewerfen sich mit Schnee, Schneeballschlachten und so weiter. Und so bricht auch Emily auf mit ihrem Schlitten und trifft dort auch auf mehrere Kinder, die aber eher nicht so ihr Fall sind. Das sind viele Rüpel. Darunter ist auch Simon, und Simon ist eben in so einer Familie aufgewachsen, wo viele, viele Rüpel irgendwie ja dabei sind, und er gilt eben auch als solcher. Er ist der Jüngste, hat aber auch so ein bisschen unter seinen älteren Brüdern zu leiden, weil er eben der Jüngste ist. Und er trifft eben auch auf Emily, die so ein bisschen geärgert wird von den Jungs. Er ist aber noch einer derjenigen, der sich so ein bisschen entschuldigt und ihr auch noch hinterherläuft, um ihre verlorene Mütze zurückzugeben. Und die beiden treffen dann auch noch auf Markus. Und Markus, der lebt dort gar nicht im Ort, sondern ein paar Orte weiter, aber er ist total fasziniert von dieser Burgruine und weiß extrem viel darüber, hat sehr viel davon gelesen, und man könnte sagen, dass er davon irgendwie besessen ist, weil er ihn damit die ganze Zeit in den Ohren liegt und dass er am liebsten in diese Burg hinein möchte.
Die ist natürlich abgesperrt, aber es entsteht bei ihnen eine fixe Idee, dass sie dort einbrechen und dass sie irgendwann dort auch eine Nacht verbringen wollen. Und ja, es gelingt ihnen tatsächlich, da irgendwie reinzukommen. Sie müssen natürlich aufpassen, dass sie von dem Wärter dort nicht gefasst werden und dass sie genug Proviant haben und dass sie sich da irgendwie aufwärmen können. Und so kommen die alle sich so ein bisschen näher. Man erfährt, dass alle irgendwie so ihr Päckchen zu tragen haben. Aber Markus scheint besonders viele Probleme zu Hause zu haben. Es geht so ein bisschen um Verlust und um Traumabewältigung und ja, wie er zu Hause behandelt wird. Und er erzählt den beiden, dass das alles nicht so einfach ist und dass er deswegen immer flieht von zu Hause und deswegen flieht er auch in seine Fantasie. Ja, das Ganze ist sehr, sehr authentisch dargestellt, wie die Jugendlichen oder die Kinder miteinander umgehen, wie sie sprechen und ja, wie sie sich einfach verhalten. Das fanden wir sehr, sehr gut dargestellt, denn diese Atmosphäre an der Burgruine, ich konnte mir das super vorstellen, wie das hier beschrieben wurde, und auch dieses eisige, klamme in der Burg. Dann gab es noch ein paar Geschichten aus der Historie dieser Burg, die Markus erzählt, und das Ganze hat einen irgendwie mitgerissen, weil er selbst da so von begeistert war, hat es die anderen mitgerissen, die zwar auch cool finden, aber nicht so sehr wie Markus. Und uns Leser hat das Ganze auch mitgerissen. Aber er scheint eben auch sehr, ja, eine große Fantasie zu haben. Und manchmal weiß man nicht, lügt er jetzt oder ja, denkt er sich das alles nur aus oder entspricht das der Wahrheit? Und darum geht es auch so ein bisschen. Und was als Spaß und Abenteuer beginnt, geht dann so ein bisschen mehr ins Ernste hinein. Und obwohl uns die Geschichte sehr gut gefallen hat, obwohl das jetzt keine große epische oder düstere Fantasy-Geschichte war, fanden wir das Ende leider nicht so schön. Denn es wurden hier sehr, sehr wichtige und ja, Probleme angesprochen für Jugendliche, die aber nicht so richtig ausgearbeitet worden sind. Der Autor hat es sicherlich gut durchdrungen, aber wir wurden am Schluss so ein bisschen stehen gelassen mit dem Problem. Und ich glaube, gerade für Jugendliche ist es auch nicht so schön. Wir konnten darüber sehr gut diskutieren und haben uns in die verschiedenen Seiten hineinversetzt, weil das wurde auf jeden Fall geschildert, dass es mehrere Seiten gab und man konnte irgendwie beides verstehen. Aber es ist viel zu abrupt geendet. Man wollte wissen, ja, was ist denn nun? Was passiert denn nun? Und es gab auch keine richtigen Konsequenzen dafür, was passiert ist. Ich kann natürlich jetzt nicht so richtig drauf eingehen, auf das Thema, damit ich euch nicht spoilere. Aber das fanden wir so ein bisschen schade, dass das so abrupt geendet ist und so konsequenzlos gehalten wurde und dass die Kinder und Jugendlichen, die dieses Buch lesen würden, da irgendwie so allein gelassen werden mit dieser Thematik, was doch sehr, sehr schade ist, weil das doch sehr, sehr wichtig ist und eben so realistisch und authentisch geschildert ist ansonsten. Ich würde dem Buch jetzt so 3,5 Sterne geben im Nachhinein. Ich weiß nicht, wie ich es damals bewertet hätte. Ich konnte mich auch an vieles überhaupt nicht mehr erinnern. Das war irgendwie toll, das Ganze neu zu entdecken, weil ich mich an das Ende überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Nur an so ein paar Erinnerungsblitze im Kopf, aber ganz, ganz wenig. Deswegen war das total schön, das Ganze nochmal aufzufrischen. Und insgesamt 3,5 Sterne ist ja nicht schlecht, aber das Ende fiel für mich jetzt einfach viel mehr ins Gewicht als damals vielleicht. Das kann ich nicht mehr so richtig sagen, weil ich dafür jetzt auch keine Aufzeichnung habe, was genau ich von dem Buch damals gehalten habe, außer dass es mir gut gefallen hat. Dann habe ich mich noch einigen eisigen Abenteuern gewidmet. Ich habe euch ja in eines der letzten Videos ganz viele Buchtipps zu diesem Genre gegeben, zusammen mit dem lieben Thorsten vom Kanal Toto liest, weil wir einfach sehr, sehr gerne darüber berichten und dazu lesen. Und da sind ein paar Bücher bei mir letztens eingezogen. Auch die Neuzugänge habe ich euch in diesem Video gezeigt. Und da habe ich eben auch im Januar ein bisschen was gelesen. Zum einen zum Thema die Entdeckung des Südpols. 1910 bis 1912 war das Ganze. Und das ist einfach eine Geschichte, wenn man ja, Polarforschung interessant findet, dann sollte man auf jeden Fall diese Geschichte kennen. Ich habe hier dazu diese beiden Bücher gelesen. Einmal Letzte Fahrt,
die Tagebücher von Kapitän Robert Falcon Scott und Das Eis und der Tod, Scott Amundsen und das Drama am Südpol von Christian Justmann, was ein Sachbuch, Schrägstrich, Abenteuerroman ist, denn Justmann hat hier sehr viel recherchiert und gibt uns auch viele historische Fakten an die Hand, dass wir wirklich das Gefühl haben, hier ein Sachbuch vor uns zu haben. Andererseits schreibt er aber wirklich schön literarisch. Er gibt uns diese eisige Atmosphäre sehr gut rüber, weil er auch die Tier- und Naturwelt der Antarktis darstellt, was sehr, sehr schön ist. Er beschreibt aber nicht nur vom Abenteuer von Scott und Amundsen, sondern auch ein bisschen um die Entdecker davor, die schon am Südpol waren, beziehungsweise um den Südpol, um die Antarktis herum. Und auch das ist natürlich sehr, sehr wichtig, um das Ganze einordnen zu können, was das eigentlich für eine Bedeutung hatte, den Südpol zu entdecken, was eigentlich der Entdeckung des Mondes ähnlich kommt, weil das einfach noch keine Menschenseele geschafft hat, dort hinzugelangen. Und nun wollten Scott und Amundsen das auch tun. Das waren zwei Expeditionen, die gleichzeitig gestartet sind. Amundsen war für die Norweger unterwegs und Scott für die Briten. Und beide wollten es natürlich für ihr Land, für sich selbst schaffen. Aus unterschiedlichen Gründen aber auch, oder beziehungsweise waren beide sehr unterschiedlich veranlagt. Scott war auch der Wissenschaft sehr, sehr zugetan und wollte auch wegen der Forschung dorthin und hat viele Wissenschaftler auch mit dabei gehabt und er hat sich da immer wieder auch für interessiert. Und Amundsen dagegen war ein kompletter Entdecker, könnte man sagen, also durch und durch. Er war auch ein sehr kantiger, kalter Mann, so sagt man jedenfalls. Er war nicht so ganz einfach im Umgang, aber er war eben auch so ein harter Hund, der sehr gut darauf eingerichtet war und vielleicht deswegen, weil er einfach den besseren Plan hatte, und das ist kein Geheimnis, hat er es geschafft, den Südpol als erstes zu erreichen. Scott hat es auch geschafft, allerdings erst einen Monat später und musste dann halt sehen, dass dort schon die norwegische Flagge wehte, was natürlich eine große Frustration war. Also er ist hier der dramatische Verlierer, aber eben auch ein sympathischer Verlierer, weil man halt hier viel Mitleid mit ihm hat, weil er nicht nur zu spät am Südpol ankommt, sondern auch noch ein dramatisches Ende auf dem Rückweg erleidet. Und weil er eben Tagebücher hinterlassen hat. Er hat Tagebücher geführt, die sehr ausführlich waren und deswegen, ich wollte mir die dazu auch holen und dazu auch durchlesen, obwohl hier in diesem Buch auch einige Auszüge dazu zu lesen sind, wollte ich das Ganze miterleben und es wurde halt auch gesagt, dass man die sehr gut lesen kann, dass es jetzt nicht einfach nur irgendwie faktenbasiert wie ein Logbuch stichpunktartig aufgeschrieben ist, sondern er hat sehr viel und gerne geschrieben und er hat eben auch seine Gedanken und seine Erlebnisse und Gefühle dort hineingepackt. Deswegen war man in diesem Buch natürlich noch näher dran an dem ganzen Geschehen und man hat das Gefühl gehabt, dass man diesen Menschen mehr kennt und auch seine Gefährten, die dort dabei waren. Und er hat halt eben bis zum letzten Atemzug fast geschrieben, was das Ganze natürlich noch erschreckender macht. Aber auch, man ist einfach wirklich ganz nah dabei. Und dass er das geschrieben hat, ist natürlich ein ganz tolles Zeugnis davon. Aber wenn man jetzt nur das gelesen hätte, würde einem natürlich die andere Seite fehlen. Und genau das macht es natürlich auch aus. Ich fand auch gut, dass der Christian Justmann nicht irgendwie Partei ergriffen hat für die eine oder andere Seite. Es waren beides große Männer, die wirklich viel erreicht haben, mit ihren Expeditionsmitgliedern, die dort dabei waren. Waren beide sehr, sehr interessante Menschen und ich finde, dass er das hier gut rübergebracht hat. Ich meine, Amundsen musste damit auch leben. Er war eigentlich der große Sieger, ist er zurückgekehrt, aber Scott hat man eben als Märtyrer, als Held für sein Land, der eben für diese Mission gestorben ist, gefeiert und darunter musste Amundsen auch so ein bisschen leiden, beziehungsweise seinen Ruf. Ja, das ist irgendwie immer das Leid der Überlebenden.
Aber er ist der Sieger gewesen und das kann man ihn nicht streitig machen. Und wie und warum und was die alles für Rückschläge und für Erfolge hatten, das müsst ihr hier lesen. Wenn ihr das nicht lesen wollt, dann guckt euch die Dokumentation an. Die habe ich ja auch schon immer erwähnt in dem anderen Video und euch verlinkt. Es gibt es hier eben auch auf YouTube. Kann ich nur empfehlen, weil das einfach ein Krimi ist, den man so gucken kann. Und ich finde auch sehr gut mit vielen verschiedenen Experten dort auch interviewt werden, unter anderem auch Reinhold Messner und andere, die halt eben Scott und Amundsen die Biografie so ein bisschen studiert haben. Und auch der Erzähler, der Sprecher, der ist wirklich sehr, sehr gut gewählt. Extrem spannend, aber auch extrem lehrreich und dort bekommt man auch viele Fakten dargereicht. Wenn einen das interessiert, dann ja, lasst euch das nicht entgehen. Ein weiteres eisiges Abenteuer habe ich noch, was ich euch vorstellen möchte. Dann sind wir aber durch damit. Also falls euch das Thema nicht so liegt, dann müsst ihr nur noch ein Buch durchhalten und dann widmen wir uns wieder den Romanen, der Fantasy, den Kinderbüchern und so weiter. Und zwar habe ich noch Die weiße Einsamkeit, Mein langer Weg zum Nanga Parbat gelesen von Reinhold Messner. Ja, der gute Mann ist ja aus der Bergsteigerwelt und aus der Forscherwelt, aus der Abenteurerwelt nicht wegzudenken. Was der Mann alles erreicht und geschafft hat im Alleingang, ist der Wahnsinn. Auch wenn sein Charakter und sein Wesen immer als zwiespältig, beziehungsweise dass sich da irgendwie so die Geister scheiden, ist jetzt kein Geheimnis, aber ich finde ihn wirklich sehr faszinierend als Person und bin ihm hier irgendwie auch ein bisschen emotional näher gekommen, weil er eben hier auch sein Drama und ja seinen Scheideweg irgendwie erklärt, wie er irgendwie so zum Einzelgänger, zum Außenseiter geworden ist, denn in den 70er Jahren nimmt er mit seinem Bruder Günther an einer Expedition teil, den Nanga Parbat zu besteigen. Und in einer Hauruck-Nacht- und Nebelaktion quasi, da steigen die beiden zusammen auf und kommen tatsächlich auch an Gipfel an, also Günther und Reinhold. Und dann ist Günther allerdings so panisch, dass die beiden so ein bisschen in Gefahr geraten, dass sie nicht mehr genau wissen, wo sie runtersteigen sollen, wo sie Hilfe bekommen. Und ja, beim Abstieg gerät Günther unter eine Lawine und Reinhold kann ihn nicht mehr wiederfinden. Reinhold selbst schafft es nur noch mit knapper Not zu überleben und wird dann irgendwann gefunden von Einheimischen und er kommt dann irgendwann wieder zurück zu seiner Expedition. Ja, und er muss jetzt nicht nur mit dem Verlust seines Bruders kämpfen, sondern auch natürlich mit den Schuldgefühlen, dass er vielleicht irgendwas hätte machen können, um Günther zu retten. Er muss aber auch damit leben und damit zurechtkommen, dass die anderen Mitglieder seiner Expedition und der Expeditionsleiter ihm viele Vorwürfe machen, dass er das alles geplant hätte und dass er alles, also nicht geplant hätte, seinen Bruder irgendwie zu verlieren, aber geplant hätte, so einen Alleingang zu machen und dann auch noch den Übergang über diese Diamir-Flanke, wie er das, ja, wie sie heißt, und dort ist noch niemand hinuntergegangen. Und dass er seinen Erfolg über das Leben anderer stellt und dass er seinen Bruder unnötig in Gefahr gebracht hätte. Ja, und damit muss er sich jetzt rumschlagen und gleichzeitig natürlich mit der großen Trauer, seinen Bruder verloren zu haben. Und hier beschreibt er eben, wie er danach wieder auf die Beine gekommen ist, beziehungsweise wie er erst einfach nur aufgeben wollte und nie mehr den Fuß auf einen Berg setzen wollte, aber dann irgendwie ins Gegenteil, ins andere Extrem gelandet ist, sondern ja einfach den Schritt nach vorne gewagt hat und dadurch irgendwie versucht hat, sein Trauma zu lösen. Also wir bekommen hier nicht nur das Abenteuer in den 70er oder das Drama an den Nanga Parbat erzählt in den 70er Jahren. Das erzählt er, reißt er einmal am Anfang zusammen, das fasst er am Anfang zusammen.
Aber er erzählt auch eben, wie er danach weitergemacht hat, wie er immer wieder zum Nanga Parbat zurückgekehrt ist und den nochmal irgendwann im Alleingang besteigen wollte, um das Ganze irgendwie abhaken zu können. Er scheitert immer wieder, aber er gibt nicht auf und nimmt immer wieder Anlauf und irgendwann schafft er es. Und das nimmt das Buch alles so ein bisschen auf, aber auch immer wieder die Streitigkeiten, wo es immer wieder um das Drama 1970 geht, wo alle irgendwie ihm immer wieder Vorwürfe machen, er macht anderen Vorwürfen und es kommt zu Streitigkeiten. Und ich hatte immer das Gefühl, dass dieses Buch auch irgendwie eine kleine Abrechnung ist und auch eine Rechtfertigung seinerseits. Und das Ganze macht dann irgendwie ein bisschen traurig, dass das überhaupt notwendig ist, dass er hier so ein bisschen, ja, man kann es nicht anders sagen, irgendwie auch ein bisschen verbittert darüber spricht und immer wieder wiederholt, warum er getan hat, was er getan hat und dass er sich so rechtfertigen muss. Und so kam das leider auch so ein bisschen an hier in diesem Buch, dass er so ein bisschen eine verbitterte Rechtfertigung hier abliefern möchte. Es ist ja nicht das einzige Buch, was er über dieses Thema geschrieben hat. Er hat ja noch zwei Bücher geschrieben, die wirklich sich nur um dieses eine Thema, also nur 1970 abspielt, wo er dieses Drama beschreibt, was damals geschehen ist. Hier geht es ja eher um dieses Gesamte, auch was sich danach abgespielt hat. Und er hat hier auch noch eine Chronologie eingewoben, wie überhaupt der Nanga Parbat bestiegen wurde. Auch von Hermann Buhl berichtet er, wie er eben als Erster auf den Gipfel gewandert ist. Aber es geht halt eben hauptsächlich darum, wie er danach klargekommen ist. Also ein sehr, sehr faszinierendes und interessantes, erschreckendes Thema. Allerdings muss ich sagen, dass die Struktur des Buches und das Thema des Buches nicht gut umgesetzt sind. Ich habe ja bereits ein anderes Buch von Reinhold Messner gelesen und auch da habe ich das so empfunden, dass er sich sehr oft wiederholt. Also immer wieder nimmt er die gleiche Situation auf, nur noch mit zwei, drei neuen Details, anstatt das einmal abzuhandeln und sich darauf dann beziehen und danach zu sagen, wie er damit fertig wird. Er springt immer hin und her und erzählt es nochmal und nochmal. Und dann eben mit dieser Erstbesteigung, dass das auch noch ein Kapitel war. Also ich fand das ganze Konzept des Buches irgendwie nicht so richtig transparent, auch wenn ich gerne gelesen habe und auch die Bebilderung hier wahnsinnig toll fand. Wie er eben ja, die Bilder hier mit eingeflochten hat, auch viele Karten dabei gelegt hat und auch viele Zitate von anderen, die er hier wahrheitsgetreu eben darstellen wollte in anderen, in Interviews und so weiter, die er hier auch noch geschildert hat, um die verschiedensten Seiten irgendwie auch abzubilden. Aber ich fand das nicht gut strukturiert. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Ganze nicht lektoriert wurde und nicht drüber geguckt wurde, als ob irgendwie die Reihenfolge total durcheinander gekommen ist und man eigentlich das Puzzle hätte anders legen müssen. Es ist ein bisschen schade, aber scheinbar, ja, das zieht sich so ein bisschen durch. Ich habe so viel jetzt nun auch noch nicht von ihm gelesen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich nie mehr etwas von ihm lesen wollen würde, weil er dafür einfach zu viel Interessantes und Wahnsinniges erlebt hat. Und das würde ich schon gerne von ihm lesen. Und ich fand auch, dass er manchmal auch sehr tiefgründig und philosophisch geworden ist und dass ich doch sehr viel Mitleid und Mitgefühl mit ihm hatte. Aber ja, er ist halt kein Schriftsteller. Muss er ja auch nicht sein, aber ich finde, da hätten auch die Lektoren ihn da ein bisschen unterstützen können und ja, ihm da so ein bisschen Regelwerk bzw. Struktur mit reingeben können. Aber das ist hier nicht geschehen, was so ein bisschen schade ist. Aber das Thema ist natürlich, der Inhalt ist natürlich wirklich sehr mitreißend. Wenn ihr weitere Buchtipps zu diesem Thema haben wollt, dann schaltet auf jeden Fall in das Video Eisige Abenteuer hinein. Da gibt es auf jeden Fall mehr zu entdecken. Das nächste Buch habe ich euch gerade schon in einer Einzelrezension vorgestellt. Und zwar ist es Der einzig wahre Ivan von Catherine Applegate. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Und es gibt auch seit letztem Jahr einen Disney-Film dazu, den ihr auf Disney Plus streamen könnt. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber den Trailer dazu gesehen. Und habe das Buch als Hörbuch gehört, gelesen von Dietmar Wunder, die Synchronstimme von Adam Sandler unter anderem. Und es hatte wirklich großartig gemacht. Es war eine sehr berührende, herzerwärmende, aber auch traurige Geschichte zu einem sehr, sehr wichtigen Thema mit einer tollen Botschaft.
Es ist aber nicht zu dramatisch und nicht zu tragisch. Gibt jetzt auch keine schlimmen Szenen hier drin, die einen nicht weiterlesen lassen. Es ist eben auch ein Kinderbuch, was ich aber sehr wichtig finde, auch den Kindern das darzulegen. Ich fand, es war sehr ausgewogen erzählt. Es gab verschiedene Seiten. Weder wurden hier die Menschen verteufelt, noch die Tiere zu sehr vermenschlicht. Natürlich, weil die ganze Sache aus Ivans Sicht erzählt wird, musste ein bisschen Vermenschlichung mit rein, damit wir uns in ihn hineinversetzen können. Aber es ist für mich auch sehr authentisch, weil er eben auch bei Menschen aufgewachsen ist. Er wurde als Jungtier aus dem Dschungel gefangen genommen und dann per Menschenhand aufgezogen in einer Familie, in ein Haus, wie ein ja, Menschenkind wurde er aufgezogen. Irgendwann war er natürlich zu groß und zu stark. Dann wurde er in eine Zirkusmall verfrachtet und dort gilt er als große Attraktion. Und deswegen hat er natürlich auch menschliche Eigenschaften adaptiert. Deswegen fand ich das durchaus logisch. Es ist aber nicht so übertrieben, dass es irgendwie albern wirkt. Ich finde, die Tiere sind hier auch wirklich immer noch Tiere und das merkt man auch an seinen Gedanken und an seinen Verhaltensweisen. Ja, in dieser Zirkusmall ist er nicht das einzige Tier, da sind auch andere Tiere und er ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Die Zirkusmall läuft nicht mehr so gut, deswegen wird eine neue Attraktion angeschafft, ein Babyelefant. Ja, die ältere Elefantendame, die es dort schon gibt, die ja, macht es nicht mehr lange. Sie ist krank und verstirbt auch. Sie ringt Ivan aber das Versprechen noch ab, dass er sich um Ruby kümmern soll. Ja, und im Zuge dessen fängt er an, darüber nachzudenken, was es überhaupt heißt, frei zu sein und gefangen zu sein. Eigentlich war er ganz zufrieden, so wie es ist. Er wurde nicht misshandelt, er kennt es nicht anders und ja, er wurde halt von Menschenhand aufgezogen und ist diesen auch sehr zugetan. Aber er fängt an, sich zu erinnern an seine Kindheit und er dachte, dass er die Erinnerung eigentlich verloren hat. Aber jetzt, wo er Ruby immer mehr erzählt davon, ja, fängt er eben an, darüber nachzudenken und er möchte ihr eine andere Zukunft geben. Und das hat damit, oder er versucht das Ganze durchzusetzen, indem er seine Leidenschaft, das Malen, umsetzt. Er malt sehr, sehr gerne und auch mit Stiften, die er immer zugesteckt bekommt. Und das Ganze ist eben sehr herzerwärmend und hat eine ganz tolle Botschaft. Es ist aber nie zu traurig oder nie zu dramatisch. Also ist schon für Kinder geeignet und ich finde, es hat auch einen gewissen Humor. Nicht zuletzt wegen eines Hundes, der hier auch eine Rolle spielt und der immer wieder freche Sprüche dazu gibt, aber auch den schließt man sehr ins Herz. Und auch Ivan hat eine gewisse Komik, wie er malt und was er malt. Also es ist auch mit einem leichten Humor versehen, dass man hier jetzt nicht zu sehr deprimiert ist. Am Ende ist es sowieso ein schönes Ende, das nicht zu sehr happy ist, also man weiß, dass es da eigentlich noch eine bessere Lösung geben würde, aber es gibt ein bisschen Hoffnung und sehr, sehr viel Stoff zum Nachdenken und ich kann es auf jeden Fall empfehlen und bin sehr, sehr gerührt gewesen beim Lesen und sehr gefangen genommen von den tiefgründigen Gedanken von Ivan. Dann habe ich den zweiten Teil einer winterlichen, märchenhaften Reihe gelesen, und zwar Das Mädchen und der Winterkönig von Catherine Aden. Der Bär und die Nachtigall war der erste Teil. Es ist russische, märchenhafte Fantasy. Und der erste Teil hatte mir schon sehr gut gefallen. Das Buch habt ihr auch in meinen Highlights aus dem Jahr 2020 gesehen. Und ja, der zweite Teil ist auch letztes Jahr erschienen. Und den habe ich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen gehabt. Und wollte dann natürlich auch zeitig dann lesen, weil ich schon einige Details wieder vergessen hatte. Und bin sehr froh, dass ich es jetzt gelesen habe, weil es war mein Highlight aus dem Januar. Das kann ich nur sagen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das nicht so richtig anschließen kann an den ersten und dass, weil wir uns hier jetzt
ja dann auch in Moskau befinden und nicht mehr nur in der Natur, hatte ich so ein bisschen Angst, dass das mehr in das politische, historische hineingeht. Und ja, davon hat es auch etwas. Und das war wieder so der Teil, der mich nicht so interessiert hat. Aber zum Glück ist die Natur und die Tierwelt und die Naturgeisterwelt hier nicht zu kurz gekommen. Und es war wieder unglaublich märchenhaft. Also es hat mich so verzaubert, wieder von Vasya zu lesen. Vasya begleiten wir im ersten Buch in ihrer Kindheit. Sie wächst in einem kleinen Ort mitten im Wald auf und sie ist ein sehr besonderes und lebendiges und wildes Kind und hat aber auch die besondere Fähigkeit, die Naturgeister aus der Mythen- und Sagenwelt zu sehen und mit ihnen kommunizieren zu können. Dann zieht irgendwann ja das Christentum ein und die Naturgeister und diese Mythen- und Sagenwelt wird so ein bisschen ja, verschmäht oder darf nicht mehr daran gedacht werden und darunter leiden aber die Naturgeister, weil sie leben halt davon, dass man an sie glaubt und da versucht, was ja halt ihnen zu helfen. Gleichzeitig erwacht eine böse Macht im düsteren Wald, die es so ein bisschen auf sie abgesehen hat. Ja, und im zweiten Band geht es jetzt weiter. Sie ist mittlerweile eine junge Frau und ist verschmäht als Hexe, wird sie von ihrem Ort ja, verjagt und sie möchte jetzt zu ihrer Schwester nach Moskau reiten und mit ihrem Gefährten, dem Pferd. Und das, ich liebe einfach diese Beziehung zwischen den beiden, zwischen Solovey und Vasya. Ist halt auch kein normales Pferd, sondern eben auch, ja, hat auch wieder was mit diesen Naturgeistern zu tun. Väterchen Frost, also der Winter, spielt hier auch eine große Rolle. Und wie Vasya, dieses wilde Mädchen, nun in dieser großen Stadt zurechtkommt, die halt auch nicht in die Rolle einer Frau hineinpasst, das und sie das alles irgendwie so ein bisschen auf den Kopf stellt. Sie verkleidet sich dann irgendwann als Junge und bringt dann ihre Familie noch mehr in Gefahr. Sie trifft wieder auf ihren Bruder und auf ihre Schwester und ob die ihr glauben, was alles passiert ist damals, das müsst ihr hier lesen, was da passiert. Es ist wirklich wie in einer anderen märchenhaften Welt und ich konnte mir das alles so gut vorstellen und die Sprache ist so schön märchenhaft poetisch und ich war den Figuren tatsächlich noch näher als im ersten Band. Also ich bin den Figuren näher gekommen, auch wenn der erste Band vielleicht das Setting manchmal ein bisschen schöner war und eben ja, diese Machtspielchen, das hat mich halt nicht so richtig interessiert, wer da wen bekriegen möchte und was man jetzt politisch alles tun sollte, um das zu verhindern. Ja. Das war jetzt nicht so meins, aber das konnte ich tatsächlich noch ertragen, weil das im Rahmen blieb. Und letztendlich hat das jetzt Buch jetzt keine volle 5 Sterne bekommen, weil ich da ein bisschen was abziehen musste. Aber trotzdem ist das für mich auf jeden Fall ein Highlight schon mal im Jahr 2021, auf jeden Fall mein Highlight aus dem Januar. Ja, mal gucken, ob es dann auch in der Highlight-Liste für 2021 landen wird. Werden wir sehen, ob ich da auch Folgebände mit reinnehme. Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und ich möchte jetzt natürlich unbedingt wissen, wie es weitergeht im dritten Band. Ich bin ganz froh, dass das Ende, dass ich damit leben kann erstmal, weil da hatte ich auch ein bisschen Angst vor, dass es jetzt irgendwie ein großes Cliffhanger-Ende ist. Aber zum Glück kann ich damit leben und ich glaube auch, dass es denn zeitig erscheinen wird, weil der dritte Band ist im Englischen schon längst draußen und ich denke, dass sie das vielleicht auch wieder kurz vor Weihnachten rausbringen werden, den dritten und letzten Teil. Und ja, freue mich dann, was ja weiterhin zu begleiten, den Frostkönig und ihre Geschwister und die ganzen Naturgeister. Es ist einfach so erfrischend anders. Also nicht so die typischen Naturgeister, die man so kennt, sondern ja, einfach weil es einfach eine ganz andere Kultur ist. Die Autorin Catherine Arden, die ist zwar selbst keine Russin, hat aber russische Literatur studiert und sie verbrachte eben auch ein Auslandssemester in Moskau. Und deswegen hat sie da auch so ein bisschen historische Daten und Fakten mit hineingebracht und das hat
sehr gut funktioniert. Bei dem nächsten Buch bin ich besonders glücklich, dass ich es endlich gelesen habe, denn es ist ein Buch meiner Challenge für 2021. Ich habe euch ja in einem Video gezeigt, welche Bücher schon am längsten hier bei mir zu Hause rumliegen, ungelesen. Und das Buch, was ich jetzt gelesen habe, das liegt schon über 5 Jahre hier bei mir. Hüter der Worte von Diana Menschig habe ich endlich gelesen. Das Buch geht so in Richtung Tintenherz, spielt wieder so mit der Buchbranche, mit Büchermagie. Und das interessiert mich natürlich immer sehr. Ist allerdings ein Einzelband und eher für Erwachsene geschrieben. Wir treffen hier auf Tom Schäfer. Tom Schäfer ist ein junger Autor, der aber schon sehr bekannt und berühmt ist für seine Fantasy-Bücher. Und er hat sich jetzt ordentlich was vorgenommen. Er hat nämlich schon eine 11-teilige Fantasy-Reihe angekündigt, auch schon bei seinem Verlag. Er hat allerdings den Mund ein bisschen zu voll genommen. Er kommt gerade nämlich überhaupt nicht weiter in seiner Schreibphase und ist jetzt sehr, sehr unter Druck. Und während seiner Schreibblockade lernt er eine junge Frau kennen, in die er sich verliebt, Hals über Kopf. Und die scheint sich unglaublich gut in seiner Welt auszukennen und kann ihm wirklich gut helfen, weil sie sich auch in die Charaktere so gut hineinversetzen kann. Es wundert ihn erst ein bisschen, aber es freut ihn auch, dass er von ihr so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil im Moment dreht sich in seinem Leben einfach alles um diese Welt, um diese Figuren. Aber er ist immer auch ein bisschen verwirrt, weil sie scheint das Ganze ein bisschen zu ernst zu nehmen. Immer wenn er seine Figuren in eine bestimmte Gefahr bringen will, weil er bestimmte Abenteuer heraufbeschwören möchte, ist sie immer ganz empört, dass er ja seine Figuren in Gefahr bringen möchte. Und er meinte, ja, das sind doch nur Romanfiguren und ich muss es doch irgendwie interessant machen für meine Leser, für meine Helden. Aber sie scheint es gar nicht witzig zu finden. Ja, und irgendwann bemerkt er nicht nur, dass er Einfluss auf seine Romanhelden hat, klar, er ist ja der Autor, sondern auch, dass sie seine Präsenz merken, wenn er irgendwas schreibt über sie. Und er beschließt, seinen Helden zu sich zu schreiben. Und es klappt tatsächlich. Sein Held aus der Geschichte, Larion, der ist auf einmal in seiner kleinen Schreiberbutze und ist total verwirrt. Und dann beginnt das Abenteuer und er befindet sich irgendwann auch in seiner Fantasy-Welt und muss dort Abenteuer erleben. Und scheinbar gibt es auch eine Organisation oder eine besondere Menschengruppe, die so ist wie er und halt auch Kontakt zu ihren Romanhelden haben und dass das viel realer ist, als er sich das gedacht hat. Zunächst denkt er ja, das ist doch super, dann kann ich das alles für meine Fantasy-Reihe noch viel realistischer schreiben, wenn ich ein Teil davon bin. Aber später merkt er, dass er natürlich viel mehr versteckt ist und dass diese Welt in Gefahr gerät, dass manche diese Macht ausnutzen, die sie über andere haben. Und das wollen natürlich einige verhindern. Ja, ich fand die Idee ganz großartig, dass es eben diese Worthüter, Wortgestalten gibt, dass manche Romanfiguren mit ihren Autoren sehr, sehr eng verbunden sind und dass sie sich gegenseitig beeinflussen können. Und ja, dass es verschiedene Ebenen davon gibt, das muss man natürlich alles ein bisschen selbst entdecken. Die Idee fand ich toll, ich fand leider die Umsetzung überhaupt nicht schön. Erstmal fand ich keine Figur hier sehr sympathisch. Tom Schäfer ist unglaublich egoistisch und denkt nur an sich und ist mir später dann aber lustigerweise am meisten noch ans Herz gewachsen, denn er versucht sich dann tatsächlich zu ändern und versucht mehr auf andere zu achten. Aber die Frau, die er kennenlernt, die fand ich auch unmöglich, wie sie mit ihm umgesprungen ist und irgendwie die ganze Zeit davon ausgegangen ist, dass er doch alles wissen müsste, obwohl sie nichts erzählt, geht sie davon aus, dass er sich dementsprechend verhält und das hat mich schon extrem sauer gemacht. Aber es gibt auch noch andere Figuren, die ich einfach total unsympathisch fand. Bei Tom Schäfer war es auf jeden Fall gewollt, dass er nicht hier der Sympathieträger ist. Das hat man gemerkt, dass die Autorin das so wollte. Und auch Larion, der Held aus der Fantasy-Welt, der dann irgendwann auf Tom Schäfer, der ist ja auch ein bisschen von sich überzeugt und guckt sehr verachtend auf Tom herunter.
die Begegnung mit den beiden hat schon irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, weil die sich gegenseitig so ein bisschen kabbeln und dann irgendwann doch zu Freunden werden. Aber irgendwie, nee, so richtig konnte mich das leider nicht begeistern. Und was ich ganz schlimm fand, war der Verlauf der Handlung, der Story. Der rote Faden und der Spannungsbogen, der hier überhaupt nicht vorhanden war. Es gab kein richtiges Finale. Worauf ist das Buch hinausgelaufen? Man weiß es nicht. Also ein Finale gab es nicht. Und das fand ich besonders schlimm, das Ende beziehungsweise der fehlende Spannungsbogen. Die Idee dahinter war durchaus gut, aber ich hätte sie mir gerne noch ein bisschen mehr ausgearbeitet gehabt. Also ich hätte gerne noch ein paar Fragen beantwortet bekommen und ein bisschen mehr Hintergründe. Und wie gesagt, es gab eigentlich keine richtige Story. Also sie sind eigentlich nur zu einem gewissen Ort gewandert und wollten eine Person finden. Und das war irgendwie einfach nachher zu einfach und auch der letzte Kampf gegen die Antagonisten. Ach ja, genau, es gab überhaupt keine richtigen Antagonisten. Also es gab sie zwar schon, aber das wurde überhaupt nicht ausgearbeitet. Das hat es total uninteressant gemacht, weil es kein fassbarer und realistischer Gegner war, den man irgendwie kennengelernt hat, auf den man neugierig war, weil der einfach nicht vorkam. Es gab nur ein paar Leute, die sich dagegen gestellt haben und auch die Beweggründe dahinter fand ich total fade und öde und total oberflächlich. Also dieses Buch konnte mich letztendlich leider nicht überzeugen. Es wandert wieder hier aus meinem Bücherregal. Wie gesagt, die Idee fand ich gut und nachher sind mir auch ein paar der Figuren ein bisschen näher gekommen, aber insgesamt fand ich es einfach nur nervig und ich musste mich da sehr durchquälen nachher auf den letzten Seiten. Man kennt es ja eigentlich so, dass wenn man so also Richtung Finale aufs Ende des Buches zusteuert, dass es dann nochmal an Rasanz, an Spannung gewinnt, dass man dann unbedingt auch wissen will, wie es weitergeht. Und hier musste ich mich wirklich alle 10 Seiten immer sehr bemühen, trotzdem noch weiterzulesen. Ich habe gesagt, okay, ein Kapitel liest du jetzt, ein Kapitel liest du. Ich wollte es natürlich dann beenden, so weit war ich dann. Und ich wollte natürlich dann auch letztendlich wissen, wie es ausgeht. Aber so richtig spannend fand ich es leider nicht. Aber dennoch bin ich sehr froh, dass ich es denn jetzt endlich weiß, wie das Buch ist und wie Diana Menschig jetzt die Geschichte umgesetzt hat. Was ich auch ganz blöd fand, war der Klappentext. Der Klappentext verrät nämlich etwas ganz anderes und ja, ist auch viel zu sehr schon vorausgreifend in die Geschichte. Also ja, wie öfter leider fand ich den Klappentext hier sehr, sehr irreführend und nicht gut durchdacht, nicht gut erzählt, nicht passend für dieses Buch. Sehr, sehr schade. Aber okay. Also ich bereue es nicht, das Buch gelesen zu haben. Wie gesagt, die Idee ist ja durchaus okay. Aber es reichte nicht dafür, dass das Buch hier bleiben darf. Ja, und einen weiteren Vorsatz konnte ich tatsächlich jetzt schon durchführen. Und zwar habe ich mir ja auch vorgenommen, Reihen zu beenden. Und dafür habe ich mir gleich etwas vorgenommen. Ich habe mir nämlich die Reihe Mr. Gum vorgenommen von Andy Stanton. Da gibt es ja 9 Bände insgesamt und die ersten 5 hatte ich schon gelesen und ich wollte mir jetzt den Rest dann zusammenkaufen. Das sind halt Kinderbücher, die man so mal eben in 1, 2 Stunden durchlesen kann. Und ich habe mir dann Band 6, 7 und 9 bestellt, weil der 8. total dämlich ist leider vergriffen und gebraucht bekommt man den leider nur sehr, sehr teuer. Und das war mir dann irgendwie zu doof. Aber ich zeige euch jetzt mal eben, die bei mir eingezogen sind. Mr. Gum und der fettige Ingo. Dann haben wir Teil 7 ist Mr. Gum und der sprechende Kirschbaum. Und der letzte Teil, Nummer 9, ist Mr. Gum und der schauerliche Hund von Bad Lamonisch. Ja, und ich habe dann einfach Band 8, habe ich mir dann einfach als Hörbuch geholt. Leider sind die Versionen gekürzt und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Diese Bände sind so kurz. Und ich verstehe nicht, warum man da jetzt auch noch was rauskürzen muss. Ich hatte erst gedacht, okay, vielleicht haben sie einfach so ein paar Sachen rausgekürzt, wie sagte er oder sowas, dass das vielleicht nicht so wichtig ist. Aber ich habe bei anderen, zum Beispiel hier beim Kirschbaum, hatte ich mir auch das Hörbuch geholt und habe dann so ein bisschen verglichen und ja,
bin dann nachher dann doch wieder aufs Buch übergestiegen, weil da einfach ein paar Passagen einfach weggefallen sind oder einfach einige Sätze dazwischen fehlten. Verstehe ich überhaupt nicht. Was ich sehr schade finde, weil die Hörbücher sind grandios vertont von Harry Rowohlt, der das einfach unglaublich lustig und gut liest. Harry Rowohlt hat die Geschichte auch übersetzt und es passt einfach super zu dieser Geschichte. Ja, hier dreht sich das ja alles um Mr. Gumm, der Bösewicht aus Bad Lamonisch an der Bibber, der immer wieder sich üble Streiche oder üble Sachen ausdenkt, um die Bewohner in Bad Lamonisch an der Bibber ja, zu strafen, dass sie so gute Menschen sind. Und sein Freund, wie heißt er noch? Willi Wilhelm II., der eine Schlachterei betreibt, ist ihm immer ein guter Freund und Gefährte, indem er ja, ihn unterstützt in seinen bösen Streichen. Und die Helden bzw. die Gegner, die versuchen immer seine Streiche zu verhindern, sind ein kleines Mädchen namens Polly, ein älterer Herr namens Herr Freitag. Und ein kleiner Lebkuchenmann namens Björn Schneider. Ja, die drei versuchen meistens denn die bösen Streiche von Herrn Mr. Gumm auffliegen zu lassen. Und das Ganze ist unglaublich skurril und witzig geschrieben und fantastisch eigentlich zum Vorlesen. Ich habe tatsächlich auch, ich habe dann mit Band 6 angefangen, gleich als es bei mir angekommen ist, Mr. Gumm und der fettige Ingo. Und ich habe es mir einfach selbst laut vorgelesen, weil es mir einfach so viel Spaß bringt, vorzulesen. Und das ist einfach so lustig, sich selbst vorzulesen. Ich habe mir dann immer kichernd in die Faust gelacht, während ich das vorgelesen habe, weil es einfach so skurril und bescheuert ist. Es ist Nonsensgeschichte, aber ich kann das einfach jedem Fan von Walter Mörs auch empfehlen. Es ist zwar ein bisschen alberner noch, aber es strotzt ebenso viel mit Wortneuschöpfungen und Wortspielen, die hier einfach umgesetzt werden, die einfach sehr, sehr viel Spaß machen und immer wieder ja, skurrile Ideen umgesetzt werden, die einfach verrückte sind. Und das gefällt mir hier dran sehr, sehr gut. Und mir hat tatsächlich von den Bänden, die ich jetzt alle gelesen habe, Mr. Gumm und der fettige Ingo am besten gefallen, obwohl ich das Cover total eklig finde und auch den Titel. Und ja, hier dreht sich es eben darum, dass Mr. Gumm sich abwendet von seinem eigenen Freund Willi Wilhelm und woanders essen geht. Und zwar beim fettigen Ingo sich immer Döner holt. Und da ist Willi Wilhelm so empört, dass er nicht mal in seine Schlacht, in seine eklige Schlachterei kommt, sondern zum fettigen Ingo geht. Und deswegen bricht ein ja, Krieg aus zwischen Mr. Gumm und Willi Wilhelm und das ist so aberwitzig. Also ich fand es super. Also der hat mir am meisten gefallen. Und ja, Mr. Gumm und der sprechende Kirschbaum, ich erzähle es jetzt nicht alles, aber hier versteckt er sich halt in einen Kirschbaum und tut so, als wäre er ein uralter Geist, der die Bewohner von Bad Lamonisch an der Bibber in ihren Bann zieht und sie unterwerfen sich den Kirschbaumgott, könnte man sagen, und wollen ihn beschenken mit Gaben. Und in Mr. Gumm und der schauerliche Hund von Bad Lamonisch ist so ein bisschen angelehnt an Sherlock Holmes. Fällt nicht mehr ein, der Hund von Baskerville war das so. So ein bisschen düsterer, ein bisschen unheimlicher. Jeden Abend zieht Nebel auf und es geht eine Bestie um und es wird vermutet, dass es der liebenswürdige, zottelige Hund Jakob ist, der immer wieder in der nebligen Nacht umherstreift und sie wollen ihn jetzt aus ihrem Dorf herausschmeißen. Aber Polly vermutet, dass da noch irgendwas anderes hintersteckt, weil Mr. Gumm kann den alten Hund Jakob nicht leiden und deswegen glaubt sie, dass er da wieder hintersteckt. Ja, das ist sozusagen das Ende der Geschichte. Es gibt immer auch noch ein paar Zusatzkapitel, Zusatzgeschichten, die haben mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich dann irgendwann, dass es zu viel war von diesem ulkigen Humor, dass ich habe die alle hintereinander weggelesen, also 6, 7, dann 8 als Hörbuch und 9 eben nochmal gelesen. Das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Vielleicht hätte man es immer mal wieder zwischendurch einstreuen sollen. Aber
Egal, also Band 8, das war Mr. Gum und das geheime Geheimversteck, habe ich denn gehört. Das fand ich aber auch am schwächsten. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich das einfach doof fand, dass das gekürzt war und dass es nochmal ein bisschen was anderes ist, wenn man es liest, weil man da vielleicht viele Wortneuschöpfungen und Wortspiele irgendwie überhört, wenn man es als Hörbuch hört. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr so verdrehte, alberne Geschichten mögt und vielleicht auch Walter Mörs-Fans seid. Es ist natürlich ein bisschen jünger und nicht ganz so episch wie die Zamonien-Romane und nicht ganz so niveauvoll, aber trotzdem, ich kann mich darüber beömmeln und kann es euch nur empfehlen. Und als letztes möchte ich euch noch ein Hörbuch vorstellen, und zwar habe ich den bereits sechsten Teil von Kuschelflosse gehört, gelesen von Ralf Schmitz, geschrieben von Nina Müller. Wunderbar, ich liebe diese Reihe, diese Kuschelflosse-Reihe. Empfohlen ist das Ganze ab 4, 5 Jahren, also wirklich für Kinder eigentlich, aber ich höre das immer zum Einschlafen. Es ist eine wunderschöne Unterwasserwelt, die einen verzaubert, gleichzeitig unglaublich lustig ist, weil Ralf Schmitz das einfach toll liest und weil Nina Müller da auch wirklich viele tolle, kreative, lustige Ideen mit hineinbringt. Ist im Grunde eine Geschichte über Unterwassertiere, die immer ihre verrückten Abenteuer erleben. Gibt es einmal Kuschelflosse, der immer und alles gerne kuscheln möchte. Dann gibt es Sebi, das Seebrillchen, sehr, sehr schlau und belesen. Emmy, die Schwimmerdbeere, sieht halt aus wie eine Erdbeere und findet alles immer zum Quietschen schön und mag alles Süße und Bunte. Und es gibt noch Herrn Kofferfisch, meinen Lieblingscharakter aus diesen Büchern, aus diesen Geschichten, der ja unglaublich gerne Krimskrams sammelt und er kann sich aufklappen wie ein Koffer und hat immer den passenden Krimskrams dabei. Er ist immer sehr gerne an Schimpfen und an Meckern und am ja, Fluchen und das finde ich einfach sehr, sehr lustig. Also sehr liebevolle, gezeichnete Charaktere, die Unterwasserwelt, ja, lädt einem zum Träumen ein und es sind trotzdem so schön verrückte, kreative Ideen dabei, die das Ganze sehr, sehr spannend und auch einzigartig machen. Und den sechsten Teil fand ich jetzt wieder richtig toll. Hier werden die Freunde von einer Seesternhexe besucht und zwar ist das Blubberblitz und sie reist mit ihrem Freund, dem Kugelfisch, der sie von Ort zu Ort beamen kann. Aber das funktioniert nicht mehr so richtig mit den Zaubern. Sie musste nämlich fliehen von ihrem Zuhause, weil dort ein böser Magier umgeht und sie möchte jetzt eigentlich nur noch wieder nach Hause und die Freunde helfen ihr und wollen natürlich auch, dass sie dort wieder zu Hause leben kann. Ich finde es immer herrlich, wie Ralf Schmitz diese Tiere spricht, die irgendwie einen Sprachfehler haben oder man hört es sofort raus. Deswegen finde ich, ist es im Grunde wie ein Hörspiel aufgemacht, weil es auch Geräusche und Töne und auch Musik gibt, die dort untergespielt werden. Eine wunderschöne Kombination also aus Hörbuch und Hörspiel und deswegen auch perfekt zum Träumen und zum Einschlafen und trotzdem mitfiebern. Also ja, auch da kann ich wunderbar drüber kichern und drüber lachen und mich dennoch mit wegträumen. Also perfekt zum Vorlesen oder eben vorlesen lassen von Ralf Schmitz. Also ich glaube, wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich mich tatsächlich für die Hörbücher entscheiden, obwohl die Bücher wunderbar illustriert sind. Also das als Bilderbuch ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Ja, das war mein Lesemonat Januar 2021. Ein unglaublich toller Start ins Jahr. Ich freue mich und bin weiterhin motiviert, dass es im Februar weiter so geht und dass ich meine Vorsätze weiterhin so gut umsetzen kann. Mich interessiert wie immer, ob ihr die Bücher, die ich euch vorgestellt habe, auch schon kennt, ob ihr die gelesen, gehört habt und was eure Meinung dazu ist. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und natürlich auch, wie ihr in das neue Jahr gestartet seid, wie viel ihr gelesen habt, was ihr gelesen habt und ob ihr schon einige Vorsätze umsetzen konntet. Das interessiert mich alles. Natürlich, die große Hauptsache ist, dass ihr Spaß am Lesen habt. Genau das wünsche ich euch jetzt auch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.